Ich komme nach Deutschland und hatte ich immer eine gute Zeit. Die Menschen sind sehr gut und freundlich. Zum Beispiel, wenn ich mit viel Gepäck im Zug fahre. Aber wenn Pegida auf die Straße geht, haben meine Freundin und ich Angst und bleiben lieber zu Hause. Ich denke, die hat viele Menschen noch sehr gut, aber wir hatten ein großes Problem mit Kommunikation. Wir hatten keine Kommunikation, die Leute hatten keine Sprache mit Ausländern. Das ist das große Problem. So sprechen Sie uns mit an. Das ist die Grundsolution. Frag mal, warum ich komme hier, was mache ich hier? Das ist alles, dann Sie wissen, warum ich bin hier. Das ist, das große Problem ist schon weg. Ich habe persönlich nicht so mich als Ausländer oder Ausländerin in Dresden gefühlt. Was ich sagen kann, ist die Luft vielleicht angespannter geworden? Also in diesen letzten Wochen, Monaten. Und also was man wirklich vielleicht vom Gefühl bekommen kann, ich habe es von vielen Freunden gehört, was sie gerade erleben, dass sie Angst haben, weg von zu Hause zu gehen oder dass sie schnell nach Hause rennen müssen. Und man sieht einfach die Leute schnell rennen und so. Und das tut mir wirklich leid. Also das kann ich nicht fassen, dass es so ist. Weil das Dresden, das ich kennengelernt habe, ist nicht dieses Dresden, das sich in diesen Tagen zeigt. Die meisten Leute sind freundlich. Ich habe nette Freunde, nette Nachbarn und Kollegen. Ich habe gemerkt, dass die Leute seit Pegida-Protesten ihrem waren Gefühle gegenüber Ausländern zeigen. Manche sind freundlich als sonst, weniger anderen sind zeigt das Gegenteil. Ja, also ich bin eine Mischung. Ich bin ja, mein Opa Italiener, Oma aus der Schweiz, Opa Spanier und die andere Oma aus Argentinien. Und ich bin verheiratet mit einer Deutschen, also mehr international geht nicht. Und ja, dann ich fühle mich hier irgendwie jetzt heutzutage nicht hundertprozentig wohl. Und ich habe mir schon überlegt, irgendwo anders zu ziehen. Ich wünsche mir mehr Offenheit, mehr Vielfältigkeit, einfach Toleranz. Deswegen verstehe ich nicht, jeden Montag mehr und mehr Leute, die für Pegida sind. Das verstehe ich einfach nicht. Es ist traurig, dass Dresden jetzt so ein Image hat. Und ich hoffe, dass in ja, einer Zukunft oder naher Zukunft das eigentlich ja, sich ändert.